Hallo Leute, hier ist wieder der Xi und wir machen weiter mit Brutal Mario. Wir sind immer noch beim Fort of Ludwig auf der Suche nach dem letzten Orb. Heute sogar mal eine aktuelle Folge. Die Folge, die ich jetzt hier aufnehme, die kommt auch heute Abend hoch. Und ja, ich habe es zwar in den Kommentar der besagten Folge geschrieben, aber ich möchte mich nochmal entschuldigen. Bezüglich des Verstecks, beziehungsweise, ich glaube wieder Stuss. Bezüglich des Orbs in Roys Schloss, da habe ich zu Unrecht geurteilt und ich möchte mich nochmal nachträglich dafür entschuldigen. Es war ungerecht von mir und ich hoffe, man kann mir das verzeihen. Und um zu zeigen, dass ich das auch ernst meine, werde ich jetzt in diesem Level hier den Orb so lange suchen, bis ich ihn finde. Egal wie lange es dauert. Und ohne Nachschauen, selbstverständlich. Das wird zwar ein paar Folgen dauern, das ist mir klar, aber whoop. Unter anderem wegen sowas, ja. Entschuldigung. Mich wundert es halt einfach, dass man hier diese Feuerblume hingeworfen kriegt und dann ist hier überall das Eis. Da hinten sehe ich ja die Wand noch irgendwie weitergehen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jetzt so gewollt ist oder ob es einfach nur so quasi durch Zufall zustande kam. Feder möchte ich gern behalten. Ja, ich habe jetzt in diesem Level hier ein paar Theorien, wo sich der Gang zum Ort befinden könnte. Da mir keine Möglichkeit eingefallen ist, wo er sich in dem Geheimgang verstecken könnte, werde ich einfach mal hier weitersuchen. Die erste Annahme, die ich habe, wäre, dass ich auf dem Weg zu Ringman befindet. Entweder am Boden, wo man runterfallen kann, sollte man sich nicht auf diesen Strahlen, die es da gibt, halten können. Ich weiß nicht, wie ich die bezeichnen soll, diese Plattformen eben, die sich so bewegt haben. Fängt schon wieder gut an. Naja. Nur nicht entmutigen lassen. Das wird schon. Ja gut, da soll es mich erwischen. Oder hier vielleicht? Boah, jetzt bin ich wieder hier. Nein, das möchte ich nicht. So, jetzt kann ich schon mal wieder, immer wieder hierher. Wie sind hier überall Feuerblumen? So, damit wären wir wieder in dem Gebiet. Gut, dann suchen wir mal. Thank you.
Ich brauche irgendwoher Anlauf. Okay, hier war schon mal nichts. Gut, die Punkte kann man sich erholen. Okay, dann mal den Boden untersuchen. Man sehe die detaillierte Laufanimation. Moment. Ach so, nee. Hier wartet der Tod. Entschuldigung. Okay, so, ja. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Genauso. So nicht anders. Natürlich. Wollte ich gerade sagen, das ist doch ein schlechter Witz. Okay, anderen Weg nehmen hilft hier auch nicht. Tut mir leid, dass ich gerade nichts sage, ich muss mich gerade konzentrieren. So, jetzt haben wir wieder seine Fähigkeit bekommen. Tja. Hä? Einfach mal aus dem Bildschirm raus. Ganz klar. Da kann ich jetzt aber nichts dafür, Carol. Hättest du mal lieber diese Möglichkeit entfernt? Es könnte natürlich sein, dass, ja, die nächste Theorie, die ich habe, ja, nach der muss ich den P-Schalter, der jetzt demnächst kommt, genau hier, dass ich den drücke. Was? Den tötet man damit? Wo komme ich damit hin? Ach so. Ja, klar.
Damit man sich hier nichts unwiederbringlich versaut. So. Mal sehen, vielleicht taucht hier ja noch so eine Tür auf. Moment. Nö. Nee, das sieht nicht gut aus. Moment. Moment. Hat Carol da... Ja, da hat Carol einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt könnte ich mir rein theoretisch hier die ganze Zeit wieder Leben holen. Hm. Ist auch nicht gecheatet. Denn wenn der Hack mir diese Möglichkeit gibt, dann darf ich diese Möglichkeit auch annehmen. Wäre ich aber offscreen machen, wenn ich wieder Leben brauche. Hm, okay. Also das war's auch nicht. Hm. So, jetzt stehen wir wieder hier. Wegen der kleinen Passage... Ne, na, okay. Wenn ich das jedes Mal machen hätte müssen, dann... So. Erste Theorie bezüglich dieses Raumes. Nein. Das haut, hat nicht so hingehauen wie gewollt. Okay. Nächste Theorie. Hier? Nö, da war auch nichts. Moment. Jetzt wird's knifflig. So. Was mich schon mal verwundert, der Raum da rechts. Was soll das? So, nächste Theorie. Hier oben in der Ecke. Was passiert, wenn ich hier alle kaputt mache? Hm. Irgendwas habe ich übersehen. Aber unsichtbare Gänge in der Wand hatten wir, glaube ich, noch nicht. Gut, dann müssen wir Ludwig nochmal besiegen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Jetzt weiß ich ja, wie er geht. Wupp. Jetzt weiß ich, wie er geht. Der hat keine Chance gegen mich. So. Also der hat mitunter das dämlichste Geschau von allen, muss ich sagen. Musste ich nicht den, das Herz von dem Feuerball rund... Ach Gott. Ich meinte, musste ich nicht das Herz von dem Feuerball nach oben tragen lassen. Tja, das soll mir jetzt gestohlen bleiben. Andere Sache, die ich mir noch vorstellen könnte,
wäre, dass man mit Ringmans Fähigkeit nochmal zu ihm geht und ihn mit seiner eigenen Fähigkeit quasi schlägt. Warum auch immer, wenn das Teil dann nicht komplett zerquetscht. Na komm her, Ludwig. Erster Treffer. Okay, dann probieren wir die Theorie mit Ringman nochmal aus. Wäre ja möglich, dass man ihn mit seiner eigenen Waffe gewissermaßen schlagen muss. Gewissermaßen. Dass man ihn mit seiner eigenen Waffe schlagen muss. Punkt. Ja. Der Kampf zieht sich etwas, zugegebenermaßen. Und schon fliegen die Flammen wieder normal. Ist echt so gedacht, dass man wirklich immer nur einmal den Knopf drückt. So, dann gehen wir doch nochmal zu dem. Ach so, jetzt haben wir die Fähigkeit plötzlich nicht mehr. Natürlich. Warum kann man da runtergehen? Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Ja. Wenn wir die Fähigkeit dann verlieren. Na, ja, erstmal schauen. Die Theorie ist noch nicht fertig.
Aber mich irritiert es ziemlich, dass da zwei Wege gibt an der einen Stelle. Dass man da unten her kann, dass man da oben her kann. Irgendwie seltsam. Hallo Ringman, wir kennen uns ja noch nicht. Ich meine, hallo, wer bist du? Kann ich wirklich jedes Mal nur einmal Schaden machen? So. Moment. Das hätte ich dann doch ganz gerne. Der Tür lieber vorbeirutscht, nicht dass wir wieder einen falschen Knopf drücken und dann sind wir plötzlich wieder beim Boss, obwohl wir das noch gar nicht wollten. Ja, vielleicht kommt jetzt ein anderer Boss. Könnte ja sein. Denn der eigentliche Boss ist ja geschlagen. Wieso war mir klar, dass mich jetzt wieder tötet? Eine andere Theorie habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Deswegen wird diese erstmal so weit durchgezogen. Wenn ich das richtig sehe, gibt es hier drei verschiedene Sorten von Eis. So rein von der vom Aussehen her. Wir haben hier das mehr oder weniger glatte bei Ringman. Dann gibt's noch das Eis ganz am Anfang, das wir eigentlich vor ein paar Leveln noch schmelzen konnten. Warum auch immer wir das jetzt nicht mehr können. Und dann noch diese durchsichtigen Eisblöcke. Wird der eigentlich schneller im Kampf oder kommt das nur so vor? Ja, die große Herausforderung ist er mittlerweile nicht mehr. Ja, der Ring musste aber noch zum Besitzer zurückfliegen. Natürlich. Moment. Damit haben wir wenigstens unendlich Versuche. Keine Ahnung, warum ich die jetzt angesammelt habe.
Diese Pinguine sind relativ störend. Der erste Durchlauf läuft immer wunderbar. Ich müsste doch nur zweimal da durchkommen. Das wird doch möglich sein. Genießt einfach die Musik. Ich bin nur am Überlegen, was es noch für Möglichkeiten gäbe. So. Okay, also man kann das Bällchen an sich auch weghauen. Was auch immer das bringt. Und irgendwie sieht Ludwig etwas merkwürdig auf diesen Bildern im Hintergrund aus. Als ob ihm da die Pupillen fehlen würden. Yay, Zombie Ludwig. Okay. Damit wäre diese Frage geklärt. Seine Fähigkeit hernehmen kann ich auch nicht. Also ist dies schon mal nicht die Lösung. Aber was dann? Vielleicht muss ich doch wieder in den Geheimgang. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt noch ein Geheimgang sein könnte. Aber ich werde diesmal nicht vorschnell urteilen. Einfach mal zum Spaß die Feuerblume rumhauen. Röhren oder sowas gibt es hier auch nicht. So, dass ich irgendwie das Sprungbrett wohin mitnehmen könnte. Ich könnte mir in dem Gebiet hier halt vorstellen, dass ich irgendwie nach draußen gelangen soll oder so. Fliegen ist schon mal nicht deaktiviert. Ich weiß nicht. Ich bin hier ziemlich gut gefangen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier anstellen könnte. Ich denke, irgendwelche Glitches oder Bugs oder was auch immer der passende Begriff ist. Ich habe letztens
eine Beschwerde gelesen bei einem anderen Let's Player. Man sollte doch zwischen Glitches und Bugs unterscheiden. Und ja. Kleiner Moment. Oh ja, ganz professionell einfach mal auf lautlos stellen. Hoffe ich jedenfalls. Was gibt's in diesem Raum, was ich übersehen haben könnte? Durch die Tür kann ich nichts mitnehmen, das weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Welche Überraschung, ja, ich weiß. Das war hundsmiserabel. Interessant, wie die Töne hier klingen. Okay, Schluss mit dem Unsinn. Ach so, ich kann ihm das Ding nicht mal reinhauen, wenn ich keine Feder hab. Okay. Noch eine Möglichkeit. Vielleicht möchte ich ja die Feder behalten. Nicht die Feder, die Feuerblume. Eventuell. Kann ich ja mit der Feuerblume irgendwas machen, was ich sonst nicht tun hätte können. Keine Ahnung, irgendwie das Eis wegtauen oder so. Upp. Das Zeug kann man ja nach Belieben zerstören. Warum auch immer. Ich werde es nie verstehen. Nee, soweit alles normal. Hm.
Das war gar nicht geplant, aber mich soll's nicht stören. Das Teil ist doch voll durchgeflogen. Naja. Ja. Damit wäre Ludwig auch mal wieder erledigt. Na gut, so oft habe ich ihn noch nicht erledigt. Dann muss es doch der Geheimgang sein. Und warum hier diese Brücke? Wobei, vielleicht sehe ich ja etwas, nur nicht. Das wäre ja gerade der Clou bei der ganzen Sache, dass ich nichts sehe. Aber was soll ich nicht sehen? Wieso hat er jetzt eine Bombe gemacht? Habe ich da gerade geblinzelt oder ist da tatsächlich gerade einfach mal eben die Wand vor mir erschienen? Also sie ist nicht einfach so näher gekommen, sondern die ist erschienen. Was mache ich eigentlich mit den Teilen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich hier irgendwie drunter fliegen muss.
wird's aber irgendwann arg. Also die Andeutung räumlich gesehen von seiner Seite wäre ja, dass ich... Die räumliche Andeutung von seiner Seite, von der Seite des Hackers wäre ja, dass es noch einen zweiten Geheimgang gibt, der in der Nähe des der in der Nähe des ersten Geheimen liegt. Ich hab so eine Ahnung, was es sein könnte, aber wenn es das wirklich ist, dann ist das... Dann wird das ziemlich anstrengend. Also ich mir jetzt denke, dass ich unterhalb dieser Plattformen fliegen muss und dann hinter dieser Eismauer auf der linken Seite eine Tür oder eine Röhre oder sowas ist. Das Ding geht bis nach unten, oder? Tja, so wird das natürlich nichts. Ja, an sich wäre es schon möglich, Mario unter diesen Plattformen, unter dem Eis, auf Höhe zu halten. Das wäre rein prinzipiell schon möglich, aber ja, ich sehe da Eis bis nach unten. Lassen einen laufen? Okay. Nee, das ist bis unten zu. Da komme ich, glaube ich, nicht durch. Nee, fliegen garantiert nicht. Nee, hier kann man auch nicht einfach nochmal durchgehen. Hier war ich ja schon mal durch. Bei dem Boss war ich auch schon mal. Okay, Fliegen ist deaktiviert. Das dürfte jetzt im Video relativ interessant aussehen und sich auch anhören.
Ich glaube, mit Feuer gegen diese Wand habe ich es auch schon mal probiert. Das hilft auch nicht. Da unten ist auch kein Boden. Dann machen wir den Boss halt nochmal. Okay, probieren wir es doch nochmal mit dem. Das war ungünstig. Das Netz verbrennen oder so, es geht auch nicht. Was will ich hier tun? Durch die Wand kann ich auch nicht. Jetzt von der räumlichen Anordnung her würde mir der Raum ja sagen, geh unten lang. Die Frage ist nur, wo ist dieses unten? Tja, rein grafisch gesehen hätte ich den Orb ja mitgenommen. Das stimmt aber nicht. Oh Gott, auf die Warpstände freue ich mich ja jetzt auch schon. Da hat die erste Welt wieder so lustig ausgesehen. Aber wie soll ich da unten hergehen? Wo unten vor allem? Oder war es falsch, den gelben Schalterpalast zu aktivieren? Ich hätte hier runter gemusst. Dass da drunter eine Röhre ist und das Ganze verläuft nach dem Prinzip, ja, du wolltest ja unbedingt den Schalterpalast aktivieren, jetzt darfst du eben auch den schweren Weg nehmen. Weil ich sehe ja da am Rand, was da an Plattformen so ist. Wieso konntest du das nicht hier auch so machen? Ich sehe einfach zu wenig. Ich sehe einfach viel zu wenig. Ja. Weiß nicht, gibt's hier auch wieder irgendwas, was ich übersehe, was eigentlich total offensichtlich wäre. Wäre ich nicht so. Blind? Nee, da drunter ist nichts. Das würde ich sonst am Bildschirmrand sehen.
mir geht langsam die Zeit aus. Komm an der aber auch nicht vorbei, die ist auch zu hoch zum drüberspringen. Das verfolgt ja gerade keinen tieferen Sinn. Andeutung, dass ich hier irgendwo durch könnte, gibt's auch nicht. Mensch, so kannst du auf der nicht auf der rechten Seite auch so einen Strich geben, der mir anzeigt, wo was ist und wo nicht. Hä? War da was? Nee. Egal. Die Röhre komme ich auch nicht normal. Tja, ich werde demnächst aber dann die Folge beenden müssen, damit ich hier nicht wieder eine Stundenfolge habe. Wenn es nicht eh schon wieder zu spät ist dafür. Ja, dann suchen wir halt in der nächsten Folge weiter. Dann haben wir halt jetzt schon mal die erste Folge, in der nichts passiert. Jetzt bin ich wieder hier. Warum ist hier eigentlich jetzt plötzlich wieder so viel Zeit? Ach so, die ist vom Boss wahrscheinlich. Warum ist beim Boss so viel Zeit? Nur ein so ein blödes Seil, Mario. Du kommst um ein dummes Seil nicht herum. Mhm.
Also da war auch nichts. Er macht aber auch keine Andeutungen. Ach, ich wollte die Folge beenden. Ja. Jetzt nochmal sterbe, ist sowieso Game Over. Dann lade ich den Save State. Vielleicht jetzt, wenn ich die ganzen Münzen gesammelt habe, dass jetzt irgendwas passiert ist. Ups. Überprüfen wir in der nächsten Folge. Gut, Leute. Das war's für heute von Brutal Mario. Ich bin der Xi. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.